Hey Leute, und was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu It's Out, euer Musikpodcast. Ich habe gerade schon gesagt, nebenan ist hier gerade ein Rapper. Und ich meinte gerade, wir sollten eigentlich ihm sagen, dass er mal über Paracetamol rappen sollte und nicht über Drogen oder Koks oder so, sondern einfach mal, ich nehme jetzt Paracetamol mit den Boys 030, let's go, weißt du, eher sowas. Das wäre irgendwie ein bisschen cooler. Mir fällt gerade ein, es wird ja gerade über diesen Song fett diskutiert in der Politik und so weiter, dass sie den runternehmen wollen. Der heißt Julie oder so? Nee. Helene? Nee. Laila. Aber ich bin ehrlich mit euch, ich finde es richtig, richtig unnötig, weil 90% der anderen Songs sagen viel schlimmere Sachen als bei Laila. Dass der Text etwas, ja, sexistisch ist, ist klar. Aber dann müsste man halt auch aber die 3 Trillionen anderen Songs runternehmen. So, deswegen finde ich das gerade so ein bisschen kritisch. Wir fangen einfach mal an mit den Releases. Diesmal gab es echt tolle Sachen. Calvin Harris, der haut gerade richtig schön raus. Nächste Woche kommt ja das neue Album. Da sind coole Leute auf dem Album, Leute. Unter anderem Dua Lipa, Charlie Puth, Georgia Smith. Georgia Smith ist, by the way, so hübsch in echt. Und auch so vibe. Sie hat so eine Aura. Sie hat so eine Aura. Man kann einschlafen, wenn man sie sieht. Nicht im Negativen, wenn man will irgendwie einschlafen, weil sie so beruhigend ist. Beyoncé hat ihr Album rausgebracht. Renaissance heißt es. Cover sehr, sehr cool. Und wie Beyoncé es gerne macht, sie sagt, jetzt aus Labelsicht, sie sagt es einfach keinem. Sie sagt, ihr müsst euch überlegen, in jeder Stadt ist das Major-Label, bei dem sie gesigned ist. Und alle arbeiten als PR auf sie zu. Das heißt, die machen Playlist-Pitchings. Playlist-Pitchings heißt basically, dass ihr Song immer ganz oben, weil sie ist Beyoncé, in die offiziellen Playlisten von Spotify reinkommt, iTunes, Deezer, egal was. Und man muss ja auch PR Sachen, das heißt, dann gibt es noch Influencer, die Bescheid geben müssen, dann gibt es noch Radios und bla 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 bla. Und sie erzählt es aber einfach keinem. Das hat sie beim letzten auch gemacht, es wurde mir nämlich erzählt. Also sie macht es wirklich so, sie erzählt halt nur sich selber und ihrer Seele und wahrscheinlich ihrem Toast, was sie morgens gegessen hat. Und das Gleiche hat sie gemacht mit dem neuen Album. Es geht alles in eine andere Richtung, was ja nicht schlimm ist. Aber ich finde, dass ihr Album und ihre Songs bestehen aus Melodien. Es ist sehr House, sehr Techno und sie reiht Melodien aneinander. Es sind keine Toplines. Toplines sind Chorus. Wenn wir jetzt, ich sag jetzt einmal Nico Santos, I'm shouting from the rooftop, baby. Das ist also eine Topline, ne? Kann man immer wieder singen, Ohrwurm. Und bei ihr ist es so, ja, sehr flowy. Ich glaube, das sind so Songs, die können einfach im Hintergrund so gespielt werden. Leute, das Internet ist ausgerastet. Das Internet ist komplett ausgerastet die letzten Tage, weil die neue High School Musical Staffel von der Serie draußen ist und Olivia Rodrigo und Joshua Bassett caught hugging on the red carpet and taking pictures together. Die haben zusammen Bilder gemacht. Die sahen sehr glücklich aus. Entweder, das sind meine Theorien, entweder die haben den Beef gesquashed und haben drüber geredet und meinten so, yo, wir wollten eh nichts mehr voneinander, so, ich hab dich verletzt, du hast mich verletzt. Oder es war alles ein PR-Stunt. Leute, wenn es ein PR-Stunt war, dann ist Joshua echt ein guter Mann, weil der hat echt viel eingesteckt. Dann, sehr traurig, letzte Nachricht, Shawn Mendes hat seine ganze Tour abgesagt. Ich finde es sehr, 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 sehr traurig, aber ich bin euch ganz ehrlich mit euch, dann braucht er es auf jeden Fall, weil eine ganze Tour abzusagen, dahinter stecken ja hunderte von Menschen. Aber ich hoffe, dass er die Tour irgendwann fortsetzt. Mir tun die Fans immer sehr leid, ist immer sehr traurig. Aber es gibt manche, die vielleicht in so ein Ticket investieren und dann irgendwie das ganze Jahr sich auf dieses eine Konzert freuen. Und dann wird es einfach postponed bzw. abgesagt. Und er muss sich auch so sad fühlen. Das ist alles nicht so schön. Naja. Das ist aber die letzte Nachricht. Ich fliege jetzt gleich nach Paris. Heute Abend. Ich freue mich sehr. Ich gebe euch dann Paris Tea, wenn ihr Bock habt. Und erzähle euch alles und gebe euch Tipps. Und ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bye!